Herzlich willkommen zu Schloss Neuschwanstein, das Märchenschloss. Das Schloss Neuschwanstein ist das berühmteste der Schlösser Ludwigs II. Und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Das Schloss Neuschwanstein steht oberhalb von Hohenschwangau bei Füssen im südöstlichen bayerischen Allgäu, Schwangau. Der Bau wurde ab 1869 für den bayerischen König Ludwig II. Als idealisierte Vorstellung einer Ritterburg aus der Zeit des Mittelalters errichtet. Ein schmaler Bergrücken links der Führt mit dem Namen Jugend hatte es König Ludwig II. Angetan. Er liebte diesen Platz ebenso wie sein Vater Maximilian II. Die Berg begeisterte königliche Familie wanderte viel in dieser Gegend. Auch sie können die Gegend um Füssen bei königlichen Wanderungen entdecken. Seine Frau Marie ließ Maximilian sogar die Marienbrücke hoch über der Tollatschlucht errichten, um besser in die Berge zu gelangen. Auf der Jugend lagen damals zwei Burgruinen vorder- und hinter Hohenschwangau. Hier plante Ludwig II. Seine neue Burg Hohenschwangau, heute als Schloss Neuschwanstein bekannt. Er wollte ein Ideal einer mittelalterlichen Burg schaffen, ausgestaltet mit den modernsten technischen Errungenschaften. Als Vorbild diente die Wartburg mit ihrem Sängersaal. Am 5. September 1869 wurde der Grundstein für das Schloss bei Füssen gelegt. Ludwig II. Erhoffte raschte Baufortschritte. Doch dazu war das Projekt zu umfangreich und die Bedingungen auf den Berg so schwierig. Als erste wurde 1873 der Torbau fertiggestellt, in dem der Märchenkönig jahrelang wohnte. Erst 1880 fand das Richtfest statt. 1884 konnten die ersten Räume bezogen werden. Schloss Neuschwanstein wurde zur Zuflucht König Ludwig II. Dieses Schloss im Allgäu war sein letzter Aufenthaltsort, ehe man ihn nach Schlossberg am Starnberger See brachte, wo er kurz darauf auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Heute ist Schloss
Neuschwanstein ein Magnet für Besucher aus aller Welt. Von der Marienbrücke aus hat man nicht nur einen einzigartigen Blick auf das Märchenschloss, sondern auch auf die imposante Platzschlucht. Auch das Schloss Hohenschwangau, wo König Ludwig II. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte, liegt direkt in Hohenschwangau. Im Jahr 1886 wurde das Schloss Neuschwanstein nach dem Tod König Ludwigs II. Für das Publikum geöffnet und zieht jährlich ca. 1,5 Millionen Besucher an. Der menschenscheue König hat die Burg 1868 erbaut, um sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Auch über dem Schloss Hohenschwangau seines Vaters in vertrauter Umgebung errichtet und nie vollendet, war Neuschwanstein für ihn Denkmal der Kultur und des Königstums des Mittelalters, die er verehrte und nachempfinden wollte. Der menschenscheue König hatte die Burg nur für sich erbaut, um sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Heutzutage gehört Neuschwanstein zu den meistbesuchten Schlössern und Burgen Europas. Die Burg des Märchenkönigs ist idyllisch gelegen und spiegelt die Sehnsüchte des Königs in jedem kleinsten Detail wider. Die herrlichen Wandbilder erzählen Geschichten und Sagen aus dem Mittelalter. Immer wieder können Sie den Schwan als Leitbild darauf erkennen. König Ludwig schuf sich hier einen Ort des Rückzugs mit Komfort. Eine Zentralheizung sorgte für angenehme Temperaturen und sogar fließendes Wasser in jedem Stockwerk gehörte zur Ausstattung. Seine Fluchtburg vor der Öffentlichkeit sollte Neuschwanstein werden. Dennoch hat Ludwig II. Bis zu seinem Tod im Jahr 1886 nur 172 Tage in seinem Märchenschloss verbracht. Kurz nach seinem Tod gab man das Schloss, an dem immer noch gebaut wurde, bereits für Besichtigung frei. Der Besucher sollte sein Auto spätestens in Hohenschwangau stehen lassen und dann entweder zu Fuß mit dem Bus oder der Pferdekutsche zum Schloss Neuschwanstein aufbrechen, um sich hier ein wenig verzaubern zu lassen. 7 Wochen nach dem Tod König Ludwig II. Wurde Neuschwanstein im Jahr 1886 dem Publikum geöffnet. Der menschenscheue König hatte die Burg erbaut, um sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Und noch ein Motiv ist auf Schloss Neuschwanstein zu finden. Der Schwan, das Wappentier der Grafen von Schwangau. König Ludwig II. Sah sich als deren Nachfolger, aber wohl bedeutsamer ist die Symbolik des Schwans. Er ist das christliche Symbol der Reinheit, nach der Ludwig strebte. Trotz allen äußeren Anzeichen des Mittelalters, das Schloss wurde mit modernster Technik erbaut. Heute gehört Ludwigs Sehnsucht und Rückzugsort zu den meistbesuchten Schlössern der Welt. Und sowohl die nahe Stadt Füssen als auch Schwangau haben sich auf die Gäste aus aller Welt angerichtet.
Schloss Neuschwanstein. Thank you.
Thank you.
Thank you.